Recht herzlich willkommen zur 12. Folge von Sauerstoff nicht mit dabei. Ja, wir spielen mal weiter an und gucken, was wir machen wollten. Wasserleitung, gucken, dass die fertig wird. Kühlschrank wollten wir bauen und die Medizin muss dann da rein, ne? So, jetzt ist die Frage, wo bauen wir unseren Kühlschrank hin? Der sollte vielleicht hier hin. Können wir doch bauen, ne? Kühlschrank, oder? Wo ist der nur zu finden? Das ist die Frage. Lampe, Station, ne? Sauerstoff, Nahrung. Da ist er. Dann würde ich sagen, es sind immer zwei Plätze, ne? Ja, vielleicht sollten wir da erst eine Lampe hinmachen, dann machen wir den da hin. Dann brauchen wir ein Kabel. Und wenn ich den Strom sehe, dann zeigt er an, dass der Strom gerade rot ist oder gelb. Bedeutet das, dass das überlastet ist? Könnte sein, da müssen wir da auch noch drauf achten, ne? Dass das demnächst besser wird. Hier soll gebaut werden. Kommt da auch einer und macht das? Ah, hier wird gerade eine Leitung gemacht. Kühlschrank machen wir, ist auch angeschlossen. Und wird weiter Medizin gemacht, das ist auch gut. Wie sieht es mit dem Sauerstoff eigentlich mittlerweile aus? Hier ist es top. In unserer Superstation. Hier wird es besser. Hier unten ist auch gut. Er sollte einigermaßen funktionieren hier oben, oder? Hier ist Schleuse, das heißt, da kann auch definitiv niemand etwas machen. Das ist auch gut so, weil da wollen wir auch nicht irgendwas hin und her transportieren in dem Sinne, ne? Gut, was haben wir hier? Da läuft nichts, weil die Leitung zusitzt. Was ist denn in der Leitung drin, ne? Lüftungsoverlay. Kohlendioxid kommt da nur raus. Wieso kommen da nur Kohlendioxid bei weg? Wenn wir das Wasser doch aufspalten, kriegen wir Sauerstoff und... Ja, das sieht natürlich schlecht aus, ne? Das wollen wir jetzt nicht unbedingt haben. Kohlendioxid könnte gleich woanders hingeliefert werden. In irgendwo in einem Bereich, wo. Ja, da haben wir nachher Überdruck allerdings, ne? Bringt uns dann auch nicht weiter. Also bewegen tut sich da schon mal nichts. Und wie sieht es in dem Raum aus? Da ist Sauerstoff dran, ne? Wenn ich die jetzt mal deaktiviere, ne? Machen wir das doch mal gerade, dass es einer macht. Wird da auch einer umschalten? Ja, macht er schon. Dann müsste das ja gleich hier wandern gehen, oder? So, da passiert jetzt nichts mehr. Der Druck wird abgebaut und dann geht es hier doch weiter, oder? Sollte auf jeden Fall so sein. Aber die Pumpe springt gerade nicht an und dann geht das nicht, oder wie ist das? Aber die sollte doch laufen, oder? Wieso geht das hier nicht? Was ist hier falsch? Irgendwas passt hier dann nicht. Hier ist doch jetzt die Leitung nicht mehr problematisch. Es gibt auch keinen Gegendruck. Oh, wir haben hier einen Dingens. Den sollten wir vielleicht mal als erstes machen. Blaupause. Ja, Forschung. Wissenschaft 3, Stärke 3, Maschinenbau, Joja-Samen. Hilfspakete.
Landwirtschaft, Kochkunst, Athletik, kein Geschmack. Betreuer, Medizin erhöht, Luftverbrauch erhöht. Okay, er braucht viel Sauerstoff. Athletik gesenkt, also der ist nur schwach. Oder? Warte mal, der hat Aufstärke plus 3 und gleichzeitig Athletik. Und das ist auch interessant. Keimresistenz gesenkt. Okay, der wird schnell krank, bringt es also nicht. Der braucht nicht so viel Luft. Stärke und Maschinen. Bewegungsgeschwindigkeit, Athletik minus 50%. Ach, der ist langsamer, okay, und kann aber viel tragen. Tendenziell würde ich zu dem neigen. Also das ist zu mir zu riskant, ne? Und ja, was können wir mit dem Zeug machen? Das ist die Frage, weiß ich jetzt gar nicht, woher Samen. Aber wirklich will ich die jetzt nicht haben. So, und dann können wir gleichzeitig hier auch noch Fertigkeiten machen. Also zwar nur eine, aber die können wir machen. Der kann gut aufräumen oder bedienen. Ich glaube, wir favorisieren erstmal das Aufräumen. Und sonst ist nichts. Okay. Dann haben wir das. Gut. Kriegt auch schon die Mütze drauf. So, okay, da ist eine Forschung fertig geworden. Wandtopf. Hängetopf, Skulpturblock. Deckenleiste, Deckenleiste, Eisblock, Podest. Okay, dann ist das schon mal durch. Forschung sofort wieder anstoßen. Gucken, sonst vergessen wir das nachher wieder. Was haben wir hier? Krankenstation und Handdesinfizieren. Erstmal runter gucken. Ne, da unten war nichts mehr. Das ist jetzt sozusagen dann auch schon das letzte. Machen wir das erst noch. Dass wir das durch haben. Geht ja auch zügig dann. So, jetzt haben wir hier das Problem, dass hier was nicht funktioniert. Und kein Mensch weiß, warum. Das bedeutet eigentlich, dass wir hier... Luft das leere Ziegel... Rohr. Wir müssen mal gerade das aufrufen. Ja doch, das war hier. Gasleitung, Sauerstoff, Gasleitung. Die zerlegen wir mal gerade. Und setzen die dann neu. Macht aber gerade keiner, ne? Aha. So, wollen hoffen, dass es fertig wird. Der Druck ist gerade zurückgegangen, ne? Stehe ich jetzt zwar nicht, aber ist auch erstmal nicht so schlimm. So, warum liegt das jetzt fertig? Wir können ja die Prio einmal ändern, ne? Und dann nochmal Luftoverlay. Da läuft das jetzt in viele Richtungen, ne? Dass so jetzt so richtig ist, was hier gerade passiert. Irgendwo ist hier ein Rückschlagventil dran, oder? Ha, das versteht keiner, oder? Wieso geht da noch was voran, wenn da nichts mehr ist? Das ist ein Bug, oder? Wieso kann hier am Gasventil irgendwas produziert werden? Ja, da passt doch was nicht, oder? Ah,
Hat das irgendeinen Vorrat, das Gasventil? Sehe ich jetzt nicht irgendwie hier dran, oder? Ja, das ist jetzt für mich jetzt nicht so ganz klar, warum hier immer noch was sich bewegt, während das doch hier schon kein Druck mehr hinter ist. Einstellung übertragen. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte das mal deaktivieren. Nee, Autoreparatur deaktivieren, das auch nicht. Na komm, mach da 300 so raus. So. War vorher 300, ne, oder? Dann ändert da keiner was. Dieses wird, sobald ein Duplikant zur Verfügung steht, ja. Sauerstoff. So, komm, zack. 350 noch mal gerade. Irgendwie geht da immer noch was, aber ich weiß nicht warum. Steht der Druck auf der Uhr? Ja. No way, oder? Irgendwas läuft hier falsch. Ich weiß jetzt nicht, warum hier der Kohlenmonoxid hier bewegt wird. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Forschung fertig. Krankenstation. Und hier der Handdesinfizierer. Während dann noch die Sachen fehlen. Zerlege ich mal die Gasleitung da. Das ist jetzt für mich nicht erklärbar, ne? Hier unten ist noch alles gut. Was machen die jetzt gerade hier? Da kommt das Wasser bald raus dann. Okay, die Leitung ist immer noch nicht fertig. Kein Gasausgang. Okay. Lüftung, Rohr. Jetzt ist da mal Schluss, ne? So, und wie wird das jetzt schnell gemacht, damit wir dann sehen, ob es wieder funktioniert? Ist das hier Max? Ne, Miep ist das. Hat auch wieder eine Lebensmittelvergiftung. Wie sieht's mit dem Essen aus überhaupt? 7000 Nahrungsmangel ist gerade angesagt, ne? Okay, die Leitung priorisieren wir mal gerade. Hier sieht's so aus, als ob sich was bewegt. Ah ja, es hat sich tatsächlich was bewegt. Da geht's, ach, ist, weil's hier durchgeht, okay? Okay. Der Sauerstoff kommt doch tatsächlich jetzt mal voran. Ich weiß aber nicht, warum es nicht hier lang fließt. Wenn man es fließen nennen kann. Jetzt habe ich hier gerade gesagt 9, ne? Und es passiert trotzdem nichts.
Ah, jetzt kommt tatsächlich auch hier gerade ein bisschen Wasserstoff an. Jetzt kommt hier Wasser durch. Würde da mal bitte gerade einer sich um die Leitung kümmern? Prio ist da. Woran hapert's dann? Material? Kupfer? Kupfer ist da oben. Machen wir gerade abbauen, oder? Hier geht's. Da fehlt dann die Wasserleitung, ne, oder? Okay, die ist aber schon angesagt. Muss aber... Kein Samen ausgewählt, okay. Pflanzen. Pflanzen. Licht brauchen sie auch, das ist schon mal gut. Okay, kann man so lassen. Da fehlt auch noch was. Ist aber jetzt gerade keine Pflanze da. Okay. Was macht jetzt unser Pumpe hier unten? Nix. Das ist jetzt so, wo ich sage, komisch, komisch, komisch. Hier passiert auch gerade mit dem Eingang nichts. Obwohl ich da was gesagt habe, dass was passieren soll. Nochmal auf Sanitär... Nee, Lüftung. Hier gibt es auf jeden Fall jetzt mal Sauerstoff und Wasserstoff. Und da wird Strom mit produziert, ne? Hier passiert jetzt was mit der Luft. Auf jeden Fall kommt da unten jetzt Sauerstoff mal bei weg. Das ist ja schon mal gut, ne? Hier geht gar nichts. Ah, ich glaube, jetzt habe ich erst das richtige Feld erwischt, ne? Alles klar, sehr schön. Ich weiß zwar jetzt nicht, wofür die Prio daneben stand. Die 9. Beziehungsweise diese da. So, jetzt läuft das auch wieder. Aber es ändert nichts hier daran, dass das hier lang läuft, oder? Das heißt, wir müssen mal hier die Gasleitung zerlegen. Und gucken, was dann passiert, ob es dann geht, dass er da um die Ecke pustet. So, das ist erledigt. Jetzt nochmal Lüftung. Das hat super geklappt hier gerade. Jetzt nochmal bitte die Sanitär... Ne, Gasleitung, Lüftung. Das heißt, diese Pumpe und diese Pumpe zusammen funktionieren nicht. Werden wir gleich feststellen. Wenn das Rohr fertig ist, könnte es vorangehen. Prio auf 9. Hier haben wir zu viel Druck drin, ne? Machen wir hier jetzt was. Damit ich sehe, dass es klappt hier.
Kann das mal einer? Ja, jetzt macht das. Nee, das fruchtet irgendwie nicht. Ja. Zerlege ich mal das. Und bau mal das. Und natürlich die Prio hoch. Passiert aber auch schon. Und jetzt geht's. So. Das aktivieren wir gerade. Und Lüftung. Macht die Pumpe gerade an, ja. So, der Sauerstoff läuft ja jetzt, ne? Und der kommt aus dem Wasser. Und siehe da, er möchte nach da pusten. Also das heißt, nochmal abreißen. Und dann nochmal neu machen. Und dann die Kurve so machen, dass er erst nach da zeigt, oder? Lüftung, Lüftung. Und das so bauen. Macht das einer? Also hier unten kommt auf jeden Fall jetzt genug Sauerstoff bei weg erstmal. Das ist schon mal wichtig. Und das ist jetzt gebaut. Jetzt fließt das da lang. Wir sind noch auf der Rohrleitung und möchten jetzt so. Und dieser Fluss geht noch. Ich hoffe auch der dann. Mau mal einer schnell. Ja, passiert auch gerade. Diese Pumpe ist da näher dran und deswegen hat die mehr Druck wie die, weil der Weg länger ist wahrscheinlich. Ja, das ist natürlich richtig krass dann, oder? Aber es hat sich gerade bewegt, ne? Aber das ist mir zu wenig, weil ich dann hier unten nicht das kriege. Dann müssen wir das wieder ändern. Das zerlegen. Das gefällt mir dann nämlich nicht. So, jetzt nochmal Lüftung. Und bauen wir da hin, oder? Gucken, ob das so klappt. Müssen wir mal schauen. Was ist hier los? Duplikantenfertigkeiten. Da ist der Miep. Der ist jetzt besser geworden. Viehzucht oder verbesserte Landwirtschaft? Verbesserte Landwirtschaft. Und der Miep kriegt dann hier auch schon den nächsten Helm auf. Und hier unten den haben wir vergessen. Ich dachte, den hätte ich letztes Mal gemacht, aber war wohl nicht so. Das läuft. Hatten wir eine Forschung angestoßen? Natürlich nicht. Ist klar, ne? Das war eine Tierzucht. Was haben wir hier? Juicer. Fruchtsafthersteller. Fossile Brennstoffe. Nee. Intelligente Batterie. Jukebox. Ich glaube, das nehmen wir mal. Stromregelstation, das hört sich auch gut an. Oder das erst. Rutschen wir erst besser?
Vielleicht rutschen wir erst besser. Jetzt eine Entsalzer. Mechanisches Surfboard. Okay. Interessant. Wir rutschen erst und danach machen wir definitiv hier die Energiegeschichte. Obwohl es auch noch andere schöne Dinge gibt. Wie sieht es mit unserem Sauerstoff erstmal aus? Okay, hier kommt was rein. Die bauen die Leitung hier hoffentlich noch schnell fertig. Sieht aber auch dementsprechend aus, dass das so schnell passiert. Die Pumpe müsste ja jetzt hier was reinblasen, oder? Aber jetzt ist die Frage, ob das noch weiter wandert. Auf jeden Fall wandert der hier noch weiter nach da. So, und jetzt ist die Frage, wie der Druck sich hier verhält. Ja, das ist doch mal, was ich haben wollte. So können wir damit leben. Okay, haben wir das auch hingekriegt. Müsste man da noch mit einem Druckminderer arbeiten, wenn es denn sein müsste, ne? Aber das ist jetzt erstmal egal. Der pustet erstmal da ordentlich oben rein, das ist dann so. Also ja, wäre vielleicht sinnig, wenn da nicht so viel reingepustet wird, oder? Aber naja. Lassen wir jetzt so. Gut, hier passiert auf jeden Fall was. Und gibt es dann ab und zu mal Dingens, wie heißt es auch, ja, da kommt gerade wieder was. Ist zwar nicht viel, was da jetzt kommt, aber ein bisschen kommt er doch. Ja, jetzt geht sogar mal richtig voran. Ja, gut. Hier wird natürlich auch Sauerstoff ohne Ende produziert, wie wir gerade sehen. Das heißt, die Hütte müsste eigentlich langsam blau werden, ne? Naja, was so blau ist halt, ne? Aber hier oben wird immer noch hintransportiert. Allerdings haben wir auch gar nichts ersticken. Wer erstickt denn jetzt gerade? Hey Jungs, was macht ihr denn da? Zerlegen, ganz schnell. Wieso habt ihr das gemacht? Wie seid ihr denn da hingekommen, ohne da... Hä? Das müsst ihr mir noch erklären. Mann. Wie kommt man da hin und nicht wieder weg? Mann. Okay, da sind sie nochmal gerettet, ne? Aber hier drückt zum Glück auch schon der Sauerstoff ein bisschen runter. Das ist ja auch nicht verkehrt. So. Okay, wir haben erstmal das weitergemacht. Was war das jetzt gerade für ein Symbol? Keine Ahnung. Ja, würde ich sagen, machen wir erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare wie immer herzlich willkommen. Schreibt was rein. Was machen wir besser, was machen wir schlechter? Und was sollen wir als nächstes machen? Wäre vielleicht auch noch die Frage. Falls jemand einen Namen eines Duplikanten haben möchte, überhaupt gar kein Problem. Können wir alles machen. Und ja, sonst... Wie gehabt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.